Hier eine kurze Geschichte der Marktwirtschaft oder wie ich es nenne, des Kapitalismus, gegenübergestellt einer idealen Gemeinschaft. Ich werde wieder das Bankwesen außen vor lassen, auch wenn es zu einem bestimmenden Faktor geworden ist und maßgebend mitmischt, auch in dieser Krise. Es geht mir nur um das weltweite System, wie Menschen sich mit den notwendigen Dingen des Lebens versorgen. Gehen wir von zwei Territorien mit einigen exemplarischen Naturschätzen aus, Fischbestand, Holz und zwei Arten Früchten. Lasst uns die Inseln Utopia und Merkant nennen. Anhand dieser minimalistischen Ausstattung will ich die ganze Geschichte und Misere der Marktwirtschaft aufdröseln. Wir haben in Utopia und Merkant Lebewesen der Gattung Mensch. Diese finden sich in einer natürlichen Umwelt wieder und begreifen, dass sie gewisse Dinge brauchen, nämlich Nahrung, Unterschlupf und Kleidung, falls es zu kalt wird, aber viele Naturvölker laufen ja auch nackt herum. Und dass ihnen die Dinge, die sie brauchen, nicht in den Schoß fallen. Die Fische schwimmen nicht alleine aus Lagerfeuer zum Braten, die Bäume verwandeln sich nicht selber in bewohnbare Hütten. Also entdecken sie das Tun, das Arbeiten. Dinge der Natur durch Handanlegen so umzuwandeln, dass sie für sie brauchbar werden. Baum zu Holzbretter zu Hütte. Beziehungsweise Dinge aus der Natur durch Tricks und Geschick zu entnehmen, zum Beispiel durchs Angeln oder Jagen. Da sie das gemeinsame Ziel haben zu überleben, teilen sie die Arbeiten auf. 5 gehen fischen, 5 Holzbretter machen und Hütten bauen und 5 zur Früchteernte. Da sie wissen, dass ihnen nichts gehört, können sie keinen Anspruch auf irgendwas erheben. Der Fischer würde nie sagen, alle Fische gehören mir. Der Ernter nie, alle Früchte gehören mir. Denn sie teilen lediglich notwendige Arbeiten unter sich auf, um zu überleben. Keinen Besitz. Sie bringen die Dinge zusammen und teilen, was sie gefunden bzw. gebaut haben. 5 Fischer versuchen alle mit Fisch zu versorgen, 5 Hüttenbauer versuchen nach und nach jedem eine Hütte zu erstellen und 5 Früchteernter versuchen alle mit Früchten zu versorgen. Das kann mal mehr oder weniger gut gelingen, aber wenn es keinen Fisch gibt, leiden sie alle darunter. Das ist die ganze Geschichte von Utopia. Wenn ihnen nichts dazwischen kommt, können sie so jahrtausende lang überleben, was die Yanomami oder Aborigines ja auch getan haben. Es gibt nur technischen Fortschritt, wenn Probleme auftauchen. Neue Fangmethoden für Fisch, vielleicht die Erfindung einer Plantage, um die Bäume nicht im Urwald umständlich aufsuchen zu müssen, neue Werkzeuge zum Hüttenbau, was auch immer. Das ist ein zwar statisches, aber nachhaltiges, ökologisch intelligentes, egalitäres Leben ohne soziale Ungleichheiten. Nun schauen wir, wie denn ein Markt überhaupt entstehen kann. Denn er setzt eines ganz zwingend voraus: Eigentum. Man muss etwas besitzen, das man tauschen kann. Der Fischer aus Utopia kann nichts tauschen, da er kein Bewusstsein hat, dass die Fische ihm überhaupt gehören können. Wie auch? Sie leben ganz unabhängig von seiner Existenz in einem Meer da draußen, das er nicht gemacht hat und über das er keine Gewalt hat. Sie kommen und gehen nach eigenen Regeln, den Regeln der Natur, von der auch er nur ein Teil ist. Will er sie tauschen, braucht er das Besitzmonopol. Er muss verhindern, dass andere einfach ebenso aufs Meer rausfahren und die Fische selber fangen, einfach weil sie nur da sind. Doch wenn er als Einziger behaupten würde, die Fische, nur weil er sie fängt, gehörten ihm, wäre ihm nicht geholfen. Die anderen könnten versuchen, auf Fisch zu verzichten und nur noch von den Früchten zu leben und würden ihn wahrscheinlich ob dieser Frechheit aus der Gemeinschaft ausschließen oder selber neue Fischer aus ihren Reihen rekrutieren. Wenn keiner mitmacht, weil alle egalitär teilen, ist Tauschhandel ziemlich zwecklos. Also muss er alle dazu zwingen, seinen Besitz anzuerkennen. Er muss ihr Bewusstsein verändern. Hier nun die Schritte, die in der Menschheitsgeschichte dazu nötig waren, um unsere freie Marktwirtschaft zu etablieren. Schritt 1. Die 5 Fischer werden versuchen, die Oberhand in der Gruppe zu erlangen, durch Mythen oder Lügen, also Religion oder Betrug. Sie werden die Nichtfischer so lange malträtieren, indoktrinieren und manipulieren, bis sie als Führer der Gruppe anerkannt werden und über alles, auch den Hüttenbau und die Früchteernte, bestimmen dürfen. Nun sind sie die Häuptlinge und haben das Sagen. Und weil sie das Sagen haben und über die Dinge, die andere ernten und bauen, bestimmen, fangen sie an zu glauben, die Dinge gehörten ihnen. Und weil sie glauben, alles gehöre ihnen, werden sie für sich die schönsten Früchte heraussuchen und sich die größten Hütten bauen lassen. Das ist immer so passiert am Anfang der Zivilisation. Irgendwann nennen sie sich Pharao oder Sonnenkönig und lassen sich mit den besten Nahrungsmitteln füttern und Steinpaläste bauen, um sich zu verewigen. Hier zeigt sich schon, wie schnell der Größenwahn um sich greift. Der Ausgangspunkt aller Zivilisation war die Frechheit weniger zu behaupten, das gehört uns, und der naive Glaube der Menge, dass das stimmt. Wahrscheinlich hat aber ein gehörig Maß an physischer Gewalt dazu mitgeholfen.
Egal wie die Führer heißen, Pharao, Gott, König, Sonnenkönig oder Kaiser, sie alle besitzen alles und könnten jedem alles wegnehmen. Durch direkte Gewalt, institutionalisierte Gewalt, ihre gekauften Soldaten und das Sklavenbewusstsein der Menge Mensch. Einmal im Bewusstsein der eigenen Göttlichkeit und des Glaubens, alles gehorche ihnen, beziehungsweise auch alles gehöre ihnen, begannen die Führer, ihre Nachbarn zu unterwerfen. Entweder, weil diese ohnehin keinen offiziellen Anspruch auf Besitz des Landes machten, weil sie dafür kein Bewusstsein hatten, oder sie einfach per militärischer Gewalt erobert wurden. Was der einstige Fischer, der nun Gottkönig geworden ist, brauchte, holte er sich einfach bei den Nachbarn mit Gewalt. Damit befeuerte er seine Machtstellung und konnte sogar weiteren Wohlstand ins Land holen, wenn die eigenen Mittel auszugehen drohten. Seit Jahrtausenden ist der einfachste Zugang zu Reichtum neben der eigenen Arbeitsleistung der Raub. Man kann den Beraubten die Produkte selber entwenden oder sie versklaven, sie also ihrer Freiheit berauben. Beides gern gesehene Methoden bei der Aneignung von fremdem Reichtum. Dieser Reichtum wurde teilweise auch gern im eigenen Volk verteilt, um sich seiner weiteren Gefolgschaft zu vergewissern. Das schafft weitere Unterschiede zwischen Völkern und Menschen. Wir machen einen Sprung. Im feudalen europäischen Mittelalter kam eine neue Methode hinzu. Die Adelshäuser liebten Luxus. Liebten Edelmetalle, Edelsteine, edle Stoffe, teure Gewürze, kunstvolle Glasarbeiten, herrliche Gemälde, exotische Produkte, Pflanzen und Tiere und so weiter. Das machte die Händler, die dies liefern konnten, nach und nach sehr reich. Der zweite Zugang zum Reichtum ist also der durch Fernhandel. Aber Handel reichte bald nicht mehr aus. Der Raub hielt wieder Einzug. Denn die Händler suchten in der Welt nach Gegenden, die viel bieten konnten, aber entweder nicht bewohnt waren oder nur unzulänglich durch organisierte Truppen verteidigt wurden. Sie eroberten einfach alle Inseln, die sie haben wollten, setzten ihre Fahne drauf und behaupteten kackendreist, so, das gehört jetzt uns. Sie versklavten die Bevölkerung, zerstörten die Kulturen, plünderten erst die Edelmetallvorräte und schauten sich dann im Land um, was sie sonst noch brauchen könnten, um es zu handeln. So konnte aus Utopia schnell Kolonisien werden. Neben der Selbstversorgung mussten die Bewohner nun noch als Sklaven Arbeiten erledigen, deren Erträge ausschließlich nach Merkant gingen. Gewitzte Handwerker erfanden eine dritte Methode im Kernland Merkant. Sie ist der Ursprung des Kapitalismus. Der Zugang zum eigenen Reichtum durch die nicht voll bezahlte Arbeit anderer. Nicht mehr Sklaven sollten die Menschen sein, sondern bezahlte Arbeiter. Im Grunde genommen schon ein Fortschritt. Aber die Verwirklichung dieser Methode bedurfte einer gewaltigen Umwälzung, der Französischen Revolution. Was war die Lage bis dahin? Die Menschen waren zu 90% Bauern und diese waren Leibeigene, ohne Lohn, ohne Freiheiten, ohne Eigentum. Die Adeligen besaßen alles, beziehungsweise der König besaß alles und gab den Adeligen ihre Besitztümer nur als Lehen, also Leihgabe bei Einhaltung ihrer damit verbundenen Pflichten. Eine winzige Schicht Händler hatte sich etwas Geldmittel mit dem Handel von Luxuswaren verdient. Schon die Fugger belegten, dass man sich damit die Adeligen, also die Politik, kaufen kann. Denn die Adeligen hatten den Trend zur industriellen Manufaktur verschlafen. Sie zogen immer noch ihr Einkommen aus den bäuerlichen Produkten ihrer Leibeigenen, den Steuern und den Kriegsbeuten. Aber viel mehr war aus der Manufaktur zu holen. Das aufstrebende Bürgertum, das genau dies wusste und weiter ausbauen wollte, wurde von der Feudalordnung behindert. Die Manufaktur brauchte Arbeiter, Menschen, die zum Arbeiten in die ersten Fabriken kommen sollten. Doch die gab es gar nicht, weil die Menschen als Bauern an Land und Adel gebunden waren. Nur in den wenigen Großstädten war Lohnarbeit möglich. Und der Adel mit direktem Draht zum König war so einflussreich, dass er den Bürgern die gewonnenen Gelder einfach wieder hätte wegnehmen können, zum Beispiel über Steuern oder mit Gewalt, wenn er gewollt hätte. Also folgte Schritt 2. Der potenzielle Bremsschuh Adel musste zerschlagen werden. Die Fabrikanten brauchten frei bewegliche Menschenmassen als Arbeiter und die Zusicherung, dass das, was sie erarbeiten ließen, auch uneingeschränkt ihnen gehörte. Eine Revolution brachte die gewünschten Ergebnisse, die Sicherung des Privateigentums und die Freistellung aller Leibeigenen als selbstverantwortliche, frei bewegliche Arbeiter. Da sie nun frei waren und oft das Land des Adeligen verlassen mussten oder wollten, brauchten sie einen anderen Lebensunterhalt, denn Selbstversorgung geht ja nur mit eigenem Landbesitz.
Die Adeligen versuchten, so sie die Revolution überlebt hatten, von ihren Ländereien zu leben, ihren Wäldern oder den übrig gebliebenen Leibeigenen, die nun als freie Bauern Land pachteten, über Schulden natürlich, da sie ja gar kein Geld besaßen. Die ersten Bürger und Fabrikanten, die auf die Manufaktur und Lohnarbeiter setzten, wussten, wovon sie zukünftig leben würden. Von dem nicht ausbezahlten Anteil des Lohnes ihrer Arbeiter. Siehe folgende meiner Videos. Das war schon ein freier, moderner Tauschmarkt. Aber was machten wohl all die entlassenen, nun freien Leibeigenen, die in ihrem Leben ja nie Geld, also Lohn erhalten hatten, nicht einmal das Land besaßen, auf dem sie bisher lebten und also bitterarm waren? Welcher Besitz blieb ihnen, den sie nun in die Marktwirtschaft als Tauschware einbringen konnten? Nur ihre Arbeitskraft. Die boten sie nun feil und malochten unter den schwerwiegendsten Arbeitsbedingungen 14 oder 16 Stunden am Tag in den Bergwerken und Manufakturen der Fabrikanten. Welch eine Befreiung! Wurden sie krank, wurden sie ersetzt. Starben sie durch Arbeitsunfälle, wurden sie ersetzt. Keine Absicherung für sie oder ihre Familien. Der Lohn so karg, dass sie bald darauf ihre Kinder für noch weniger Lohn, weil es ja nur Kinder waren, 12 bis 14 Stunden in die Bergwerke und Fabriken schicken mussten. Es gab kaum Sklaven in der Geschichte, die härter arbeiten mussten und unwürdiger behandelt wurden. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Freiheit? Ja, aber ohne eigenen Besitz und wirtschaftliches Wissen dient sie nur dazu, sich seinen Sklavenhalter selber auszusuchen. Gleichheit? Gleiche Startbedingungen für alle Menschen bot die französische Revolution wahrlich nicht. Denn die einen hatten Startkapital und wirtschaftliche Kenntnisse, die alten Herrscher hatten meist immer noch Land- und Schlossbesitz und die Befreiten hatten sich selbst, mehr nicht. Brüderlichkeit? Das Wort sagt es schon, selbst die reichen Bürgersfrauen waren ausgeschlossen von Wahlen und Staatsämtern. Es war eine Männergemeinschaft, die die Freiheit für sich beanspruchte, die besitzlosen Menschenmassen in freiem wirtschaftlichem Wettbewerb gleichermaßen ausnutzen zu dürfen. Das meint Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Während sich auf Utopia also in dieser Zeit gar nichts getan hat, sind in der Zwischenzeit auf Merkant Königreiche, Tempel, Luxus, Großstädte, Schichten, Soldaten und letztlich Bürger, Manufakturen und freie Arbeiter mit verbrieften Rechten entstanden. Seit dieser Zeit erst wird mit echten Werten, mit wirtschaftlich rational bestimmten Äquivalenten, mit wahren Werten getauscht. Seit dieser Zeit begann der Siegeszug des Geldes in Form von Banken, später dann in Form von Papiergeld. Und seit dieser Zeit ist ein neues Phänomen universell geworden, der Wettbewerb bzw. die Konkurrenz. Blicken wir zu Utopia. Macht da Konkurrenz Sinn? Würde ein Fischer sagen, hey, ich habe da einen neuen leckeren Fisch gefangen. Sollen wir den nicht lieber essen statt den, den die anderen vier noch fangen? Klar, bring her, den essen wir, wäre die Antwort. Und die anderen vier Fischer würden anfangen, auch den neuen Fisch zu fischen. Erstaunen würde der Fischer auslösen, wenn er sagte, ich möchte, dass sie nur noch meinen esst und nicht den der anderen vier Fischer. Und ich möchte der Einzige sein, der ihn fangen darf. Absurd. Warum soll man sich im Überlebenskampf auf eine Sache beschränken, wenn man alles haben könnte? Und wie soll der eine Fischer mit dem neuen Fisch die anderen ausstechen? Das Meer, wo er den neuen fängt, gehört ihm nicht, der Fisch selber auch nicht. Er hat kein Monopol auf ihm, er hat nichts in Händen, um die anderen Fischer zu verdrängen. Wozu auch? Es gibt überhaupt keinen Grund dazu. Alles, was essbar ist und Abwechslung bringt, ist auf Utopia gern gesehen. Konkurrenz macht in einer Gemeinschaft keinen Sinn. Jetzt sehen wir uns Merkant an. Aus einem Königreich, in dem den einstigen Fischerkönigen und seinem Adel alles gehörte, ist nun eine Republik geworden, in der alle das besitzen, was sie sich als Lohnarbeiter erarbeiten oder als Unternehmer erarbeiten lassen. Doch haben die Hüttenbauer und Früchtesammler den gerechten Anteil an Grund und Boden erhalten? Nein. Da nun der Privatbesitz eingeführt wurde, gehört nun dieser den ehemaligen Fischerkönigen, den Adeligen. Und die befreiten Massen? Ohne Geldmittel in einer auf Geldmittel basierten Tauschwirtschaft ist es leidlich schwer zu überleben. Sind alle Menschen also gleich in ihren Startbedingungen und Voraussetzungen? Nein, die ehemaligen Leibeigenen sind arm. Doch die neu entstandenen Fabrikanten haben da eine Idee. Gegen Arbeit erhalten die befreiten Ex-Bauern Geld und können überleben. Toll! Diejenigen, die Besitz haben oder sich erwerben konnten, bauen Fabriken auf ihr Grundstück und laden die nun Besitzlosen ein, in diesen zu arbeiten. Die Hüttenbauer bauen weiter Hütten, die Früchteernter ernten weiter Früchte.
aber statt diese sofort auf den Markt zu bringen, damit alle etwas davon haben, gehören sie ganz und gar dem Eigentümer der Fabrik. Die Segnung des Eigentums. Nach und nach beginnen alle Fabrikanten, ihre Claims abzustecken, alle ihre Claims zu verteidigen und zu vergrößern, um sich ein noch größeres Stück vom aufgehenden Kuchen zu sichern. Die Moderne beginnt. Schritt 3. Die Marktwirtschaft beginnt, ihre Mechanismen wirken zu lassen. Erstens, Konkurrenz. Während auf Utopia die Fischer keine Konkurrenz bilden können, da ihnen nichts gehört und sie auch keinen persönlichen wirtschaftlichen Vorteil davon haben, wenn der eine mehr Fische fängt als die anderen, ist auf Merkant Abgrenzung wichtig. Fischer A wird nicht nur versuchen, seinen Fisch an möglichst viele Kunden zu verkaufen, sondern auch damit den Fischverkauf der anderen zu schädigen. Nicht, weil er glaubt, dass sein Fisch wirklich besser oder nahrhafter sei als der von Fischer B oder C, sondern weil er den anderen nicht den Gewinn gönnt, den sie durch ihre Kunden haben. Zwangsläufig entstehen so natürlich mit der Zeit Monopole. Zweitens, Wachstum. Wenn Fischer A etwas mehr Fisch verkauft, kann er seinen minimalen Mehrgewinn gegenüber Fischer B oder C in bessere Fangboote stecken, um noch mehr Fisch anbieten zu können als diese. Oder um Werbung für seinen Fisch zu machen. Oder um seine Fische günstiger abzugeben und so die Konkurrenz langsam ausbluten zu lassen. Auch Wachstum lässt früher oder später Monopole entstehen, weil nicht alle auf einem letztlich begrenzten Markt gleichermaßen wachsen können, wenn langsam die Kunden, also Absatzmärkte, knapp werden. So ist es völlig unsinnig in Utopia, dass die Bewohner der Küste links unbedingt die Früchte der rechten Inselhälfte essen und umgekehrt. Jeder hat seine Frucht, seine Essensgewohnheiten, seine spezielle Nahrung, sogar Kleidung oder Hüttenbautechnik. Aber im Markt wird nun Frucht A überall hingekarrt, um dem Besitzer der Frucht mehr Gewinn zu verschaffen und Frucht B auch entgegengesetzt. Ein irrsinniges Transportwesen entsteht, obwohl jeder das Seine zum Überleben hat. Warum wird Jever oder Paulaner bundesweit vermarktet? Nicht, weil die Leute dort kein Bier brauen könnten oder weil das eine so viel besser schmeckt als das dort gebraute. Die Zutatenliste ist recht begrenzt. Sondern weil jeder Konkurrent hofft, dem anderen ein paar Prozente an Kunden abluchsen zu können. Absurd. Drittens, Innovation. An einem Fisch kann der Fischer selber kaum etwas verbessern, aber der Hüttenbauer kann an seinem Produkt vieles verbessern. Jede Verbesserung dient dem höheren Absatz seiner Ware, also seinem höheren Gewinn. Er verbessert sein Produkt aber nicht aus dem Wunsch heraus, das Beste für die Menschen zu machen, sondern nur, um dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu erhaschen. Die Konkurrenz zwingt ihn, sein Produkt irgendwie besser zu machen. Das führt uns zu viertens, dem technischen Fortschritt. Das ist eine Kernthese der Marktideologen. Fortschritt funktioniere nur durch Konkurrenz. Es ist natürlich eine Übertreibung zu behaupten, die Menschen der frühen Zeitalter hätten gar nichts erfunden. Aber tatsächlich gab es durch die Marktwirtschaft einen Erfindungsschub. Aber dieser entsprang nicht einem allgemeinen Humanismus, endlich die Menschen mit tollen, lebenserleichternden Dingen zu versorgen oder ihnen den Beruf zu erleichtern, sondern einzig und allein dem Bestreben, mehr Produkte verkaufen zu können oder mehr Kunden an sich zu binden als die Konkurrenten auf ähnlichem Gebiet. Wer als erster die funktionierende Glühbirne marktfähig hatte, war eine Nasenlänge im Wettbewerb voraus. Abgesehen davon, dass er sich seine Erfindung durch Patente, also weitere Besitzrechte, schützen lassen konnte. Das Ziel war, den Markt als erster zu betreten und wirtschaftliche Vorteile zu genießen, nicht die Menschen mit Licht zu versorgen. Auswüchse vom reinen materiellen, wirtschaftlich vertretbaren Fortschritt sehen wir allenthalben. Im Zusammenspiel mit der Wachstumsideologie werden immer mehr Rohstoffe in immer neuen Produkten immer schneller verkonsumiert und zu einem immer größeren Müllproblem. Fünftens, Normierung. Ein nicht unwesentliches Hilfsmittel des gemeinsamen Marktes waren die Vereinheitlichungen, die im Zuge der Revolution gemacht wurden, zum Beispiel die Einführung des metrischen Systems, die Aufhebung von Wegezöllen innerhalb des Landes und so weiter. Nicht, weil die einzelnen Menschen vor Ort das wirklich gebraucht hätten, sondern weil das den nun für das ganze Land produzierenden und im ganzen Land handelnden Unternehmen das Geschäft erleichterte.
Nachdem ein bürgerliches Gesetz, das lediglich Ausdruck der wirtschaftlichen Erfordernisse war, etabliert war und der Staat sich anschickte, diese Gesetze durchzusetzen, fiel im Staat etwas auf. Die Menschen, die er auch für seine Zwecke, nämlich als Soldaten, brauchen wollte, waren durch die harte Arbeit, die auf dem Kindesalter begann, viel zu ausgelaugt für den Soldatendienst. Sie waren körperlich unbrauchbar. Jetzt erst sah er sich veranlasst, Untergrenzen für das Eintrittsalter der Kinderarbeiter und Obergrenzen ihrer Arbeitsstunden festzulegen. Und nachdem die ersten Kommunisten und Sozialisten das Elend der Arbeiter nicht mehr mit ansehen konnten und Streiks organisierten, bei denen viele Arbeiter einfach von der unternehmerfreundlichen Staatsmacht niedergeknüppelt und erschossen wurden, setzte Bismarck ab 1870 die ersten Unfall-, Kranken- und Rentenversicherung ein. Hurra, welch ein Segen nach 100 Jahren Sklavenmaloche für die Fabrikanten, ohne Rechte und Absicherung. Wie sieht es unterdessen in Kolonesien aus? Das schickt weiter fleißig Waren in die alte Welt, zum Selbstkostenpreis. Aber es rumort ein wenig. Es ist durchgesickert, dass die USA und Frankreich die Menschenrechte ausgerufen und verbrieft haben. Nun fragen sich die Sklaven, ob die nicht auch für sie gelten, da sie auch irgendwie Menschen sind. Zurück nach Merkant. Die Warenhersteller produzieren immer mehr Waren, erzeugen immer mehr Wettbewerbsdruck und die Monopole müssen noch mehr wachsen. Das geht nur über eine vermehrte Produktion. 1913 erfindet Henry Ford das Fließband und ermöglichte durch den niedrigeren Herstellungspreis auch einfachen Menschen, sich ein Automobil zuzulegen. Nicht, weil sie dies so dringend bräuchten, sondern weil er damit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Konkurrenten hat. Es geht nie um die Menschen, sondern stets um den Sieg in einem wirtschaftlichen Verdrängungskampf. Andere Branchen übernehmen die neue Methode und der Konkurrenzkampf beginnt überall von neuem. Genau das schafft ein neues Phänomen, Arbeitslosigkeit. Die Wirtschaft braucht plötzlich in den technisierten Branchen gar nicht mehr so viele Arbeiter wie bisher mit Handarbeit. Wenn alle Unternehmer nach und nach umstellen, landen Tausende auf der Straße, weil nun 10 Arbeiter mit Fließband und Maschinen das schaffen, was sonst 100 getan haben. Sie können in andere Branchen abwandern oder landen in der Armut. Gäbe es diese Situation auf Utopia? Ist es vorstellbar, dass ein Fischer arbeitslos wird? Die Gemeinschaft wird alle Mitglieder brauchen können. Natürlich würde ein Fischer, der nichts zu tun hat, anderen bei der Arbeit helfen. Und natürlich könnte keiner sagen, ich kann deine Hilfe nicht annehmen, da ich dir dafür nichts geben kann. Es wird doch sowieso alles gerecht geteilt von dem Erwirtschafteten. Die Lage, einen Menschen auf Utopia gar nicht zu brauchen und deshalb auszuschließen von der allgemeinen Versorgung, ist absurd. Erst durch die Abschottung von Besitztümern bei Unternehmern, nämlich die Vereinnahmung von Gewinn, den er ja machen möchte, macht es Sinn zu sagen, du bist mir zu teuer. Und wenn das jeder sagt, der Gewinn machen möchte, kommt es zum Phänomen, dass einige Menschen überhaupt nicht mehr gebraucht werden. Und dann aber auch keinen Anspruch auf Versorgung haben. Ohne Moos nix los. Zur Not springt der Staat dann ein, das heißt die Allgemeinheit. Das eben nur, weil die Wirtschaft Menschen aussortiert, also nicht mehr verwerten kann, ohne Gewinneinbußen zu haben. Aber obwohl der Fortschritt die Menschen mit immer mehr Waren versorgt, die Abseitsmärkte beginnen langsam wieder zu stagnieren, weil der Kunde nicht so häufig nachkaufen muss. Denn die Produkte sind qualitativ so gut, dass sie mindestens 10 oder gar 20 Jahre halten. Was nutzt dem Unternehmen, wenn der Kunde nur alle 10 Jahre einmal etwas kauft? Folgt Schritt 4. Geplante Obsoleszenz. Die Produkte halten einfach zu lange. Das widerspricht einem guten Absatz. Also reduziert man die Qualität der Waren. So erstmals geschehen bei der Brenndauer der Glühbirne. Alle Hersteller trafen sich, teilten den weltweiten Markt unter sich auf und vereinbarten als Brenndauer die Obergrenze 1000 Stunden, die heute noch gilt. Ja, wenn es nutzt, arbeiten Kapitalisten einmütig zusammen. Ganze Branchen leben von der Obsoleszenz, also von dem Veraltern, dem aus der Mode kommen der Waren. So die Automobilindustrie, die Modeindustrie, die Elektroindustrie, die Musikindustrie. Der Ersatz durch Neues ist in ihnen schon prinzipiell angelegt. Heute hat dies auch die Nahrungsmittelindustrie übernommen, die immer neue, exotische Geschmäcker aus allen Ländern importiert oder selber welche in ihren Labors kreiert. Schauen wir noch einmal zurück in die Vorkolonesienzeit nach Utopia. Auch Utopia kann untergehen. Und es ist schon manchmal untergegangen. Nehmen wir an, dies sei die Osterinsel.
Warum gaben die Bewohner die Insel auf? Sie teilten die Insel in 12 Bereiche einzelner Stämme und die Stämme versorgten sich gegenseitig mit den Dingen, die sie nicht in ihrem fanden. Solange es genug gab, war das kein Problem. Mit der Zeit wurden es sehr viele Menschen, sodass die Anbaufläche für Nahrung nicht mehr reichte. Sie rodeten nach und nach die Wälder für den Ackerbau und beäugten sich neidisch, weil es trotzdem nicht mehr reichte. Und ein irrer Ehrgeiz erfüllte sie. Wer von ihnen die schönsten und größten Moais errichten konnte? Auch dazu brauchte man viel Baumbestand für den Transport und die Seile. Doch ohne die Wälder wurde der Boden völlig weggespült, die Menschen begannen zu hungern. Sie aber bauten weiter Moais und stürzten die der anderen aus Verzweiflung und Wut um. Das half ihrem Nahrungsmittelproblem wenig. Sie änderten ihre Essgewohnheiten mehrfach, bis nichts mehr übrig war, als sie selber. Zuletzt brach Kannibalismus aus. Als die ersten Europäer eintrafen, war die Insel eine karge Steinwüste mit großen umgestürzten Statuen. Was hat sie also vernichtet? Die zu große Masse an Menschen und die Irrationalität, lieber Moais zu bauen, als den Wald stehlen zu lassen. Dumme Primitive. Was hätten europäische Unternehmer statt unterzugehen gemacht? Genau das, was sie gemacht haben. Andere Länder überfallen, versklaven, die Rohstoffe ausbeuten und sich dort alles holen, was sie selber in ihrem Land retten möchten, zum Beispiel Bäume. Man nennt das Kolonisation oder auch Imperialismus. Warum haben das die Osterinsulaner nicht gemacht? Waren sie zu friedlich? Nein, ihr Kannibalismus war ja auch nicht friedlich. Aber es gab weit und breit ringsherum keine andere Insel mit Bäumen oder Ackerfläche. Sie hatten nur ihre kleine Welt in einem weiten Meer. Sie waren allein. Und wenn man begrenzte Mittel hat, hilft nur Vernunft zu überleben. Was macht inzwischen Merkant? Es folgt Schritt 5. Die Öffnung zu einem Weltmarkt. Eine einzelne Nation ist für den stetig wachsen müssenden Absatzmarkt zu klein. Die Spielfläche der Kapitalisten wird einfach erweitert auf andere Nationen, in der Hoffnung, nun dort weiter Gewinne schöpfen zu können. Der Export wird Standardgröße im Staatshaushalt. Es wird genau das weitergemacht, was im Inneren schon ausprobiert wurde. Wachsen, neue Produkte entdecken, Produkte erneuern, Waren hin und her transportieren, Fortschritt vorantreiben und Konkurrenten ausstechen. Doch auch das hat seine Grenzen, denn das versuchen die anderen Kapitalisten aus allen anderen Ländern ja auch. Was ist mit Kolonisien? Kolonisien ist endlich soweit. Nach Jahrhunderten der Ausbeutung wird es in die Freiheit und Selbstständigkeit entlassen. Doch die Kolonialherren haben große Probleme hinterlassen. Erstens haben sie ja willkürlich Grenzen gezogen und Stämme getrennt oder verschiedene, oft verfeindete, zusammengeführt in einem künstlich geschaffenen Staat. Zweitens haben sie keinerlei Sinn für Demokratie und Friedlichkeit im Regieren gefördert, sodass alle eigenen Führer Diktatoren werden. Und drittens haben sie wirtschaftliche Abhängigkeiten geschaffen, die den neuen Staat trotzdem noch an seinen alten Kolonialherren binden. Selbstbestimmung und Freiheit sehen anders aus. So produziert Kolonisien weiter Produkte für Merkant und wird durch die Ausfuhr von billigen Rohstoffen und die Einfuhr von teuren Fertigwaren weiter ausgelaugt. Statt die eigene Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen, werden Kaffee, Kakao, Bananen, Baumwolle, Gewürze, Früchte, Holz usw. für Merkant angebaut. Oder sie buddeln nach Gold, Diamanten, Koltan oder anderen Erzen im Auftrag der Herren aus Übersee. Dafür gibt's Devisen und die kleine einheimische Oberschicht kauft sich davon den Luxus, den sie sich bisher nicht leisten durfte und konnte. Und lebt das Leben der Kapitalisten nach, das sie bisher nur aus der Dienerlivree oder vom Feld aus erlebt hatte. Kolonisien spielt Merkant und verliert alles eigene. Merkant ist wieder einen Schritt weiter. Der Staat hatte sich einige Dinge für sich rüberretten können, die sich der Kontrolle und wirtschaftlichen Verwertung der Privateigentümer entzogen. Da der allgemeine Aufschwung stagniert, überlegen die reichen Investoren, ob es nicht hilfreich wäre, wenn diese Dinge in ihren Händen lägen. Also muss Schritt 6 her, die Privatisierung. Der Staat hat Schulden, die Kommunen auch. Diesen wird nun geraten, gewisse Dinge wie die Deutsche Bahn, Deutsche Post oder einzelne Hallenbäder, Gebäude, Theater, Bibliotheken oder Wasserwerke zu verkaufen, um wieder flüssig zu sein. Aber natürlich möchte ein Privatinvestor irgendwann daraus einen Gewinn erzielen. Und dann wird's teuer für alle Bürger. Zurückkaufen? Nein, das geht nicht. Es ist ja sein Privateigentum, mit dem er machen kann, was er will. Nun ist die Bevölkerung abhängig vom guten Willen des privaten Eigentümers. Ein guter Plan zur Übernahme der Herrschaft Einzelner über viele. Was ist aus den 5 Prinzipien der neuen Wirtschaftsordnung geworden? Konkurrenz, Wachstum, Innovation, Fortschritt und Normierung. Die haben das gesamte Bewusstsein der Menschen infiltriert.
In der Schule beginnt der Konkurrenzkampf. Jede Mutter treibt ihre Kinder an, gute Noten zu bringen, besser zu sein als der Durchschnitt. Bezahlt zur Not Nachhilfe, versucht dem Kind mit einer umfassenden Bildung zu helfen, weil sie an den gut benoteten Menschen glaubt, der eben nur weiterkommt. Auf dem Arbeitsmarkt tummeln sich zu viele andere, die denselben Job wollen, und man versucht, sich durchzubeißen, durchzusetzen oder durchzumogeln. Als Unternehmer hat man ständig mit den Konkurrenten zu tun und versucht, denen die Butter vom Brot zu nehmen. Und als Staat tritt man als Wirtschaftsstandort auch immer in Konkurrenz, was nicht selten auch zu Konflikten und Kriegen führt. Selbst das private Leben ist längst zu einem Markt geworden. Es gibt den Heiratsmarkt und es kommen immer die durch, die sich, eklige, aber wahre Metapher, am besten verkaufen können. Aber was ist Konkurrenz im Grunde anderes als Feindschaft? Wachstum ist nicht das Hauptziel des Kapitalisten. Er möchte mit seinem Unternehmen einfach nur überleben. Aber das geht nur, wenn das Unternehmen wächst. So ist Wachstum nur ein Mittel, um zu überleben. Trotzdem ist Wachstum absurd, wenn alle anderen um einen selber auch versuchen zu wachsen. Und wenn Wachstum bedeutet, dass immer mehr Rohstoffe immer schneller verbraucht werden müssen, nur um einen Geldgewinn einzufahren, der allein Maßstab von Erfolg ist. Wer in einer begrenzten Welt an unbegrenztes exponentielles Wachstum glaubt, ist entweder ein Idiot oder ein Ökonom, soll Kenneth Bolding, einer der Gründerväter der ökologischen Ökonomie, gesagt haben. Aus der Innovation ist eine Scheininnovation geworden. Das neue Auto ist nicht neu, sondern sieht nur anders aus und hat vielleicht ein Feature mehr. Der tausendste Müsli-Riegel ist nicht besser als die 999 davor. Das neue Parfüm von Paris Hilton ist nichts Besonderes, nur eine weitere Mischung von Duftstoffen. Die neue Mode ist nicht neu. Mehr als praktisch, elegant oder verrückt bekleiden kann sich der Mensch eben nicht. Die neue Zeitschrift kann auch nur denselben Klatsch und Tratsch berichten wie die anderen und so weiter. Innovation begrenzt sich auf die äußere Erscheinung und die wird zum Fetisch erhoben, um immer wieder etwas verkaufen zu können. Der Schein besiegt das Sein und den Sinn von Gebrauchsgegenständen. Oft werden Bedürfnisse künstlich erzeugt. Mit dem neuen Produkt, das bisher überhaupt nicht vermisst wurde, wird mit Werbemitteln ein Bedürfnis danach erzeugt. Also nix mit der Ausrede der Hersteller, wir erzeugen doch nur, was der Kunde haben will. Viele, zu viele Dinge sind absolut überflüssig. Ausgeburten von sich profilieren wollenden Marktforschern und frankensteinischen Unternehmenslaboranten. Und zum Glück verschwinden auch viele wieder, weil sich die internen Marktstrategen geirrt und die Bedürfnisschaffungsmaschine versagt hat. Wirkliche Fortschritte werden ebenso vermarktet. Nachdem eine technische Neuerung Akzeptanz gefunden hat, wie die CD oder das Handy, wird nur noch an ihrer weitestgehenden Verwertbarkeit gearbeitet. Tolle Designs wechseln jedes Jahr, neue Features werden implementiert, super Tarife erfunden und so weiter. War ein Handy durchaus sinnig für Menschen, die wirklich rund um die Uhr erreichbar sein sollten, wie Notärzte, politische Entscheidungsträger, Topmanager oder so, so erschließt sich mir der Sinn der Technik nicht, wenn in Lidl ein Typ über Handy nochmal nachfragt, welchen Joghurt er kaufen sollte. Vieles ist überflüssig und soll nur dem Handyhersteller und Tarifanbieter Geld einfahren. Die Normierung ist zu einer wahren Normierungswut geworden. Seitdem Europa die Länder zu einigen versucht, hagelt es Gesetze und Vorschriften aus einer übergeordneten europäischen Behörde. Von der Größe und Krümmung der Bananen bis zur korrekten Platzierung für Traktorensitze oder dem fachgerechten Aufstellen von Leitern ist alles geregelt. Ist die ein oder andere DIN-Norm ja noch sinnvoll, so hört der Spaß bei der Regulierungswut dieser europäischen Behörde irgendwo auf. Inzwischen lagern die Unternehmer in Merkant immer weitere Produktionen in Billiglohnländer aus. Erstens, weil sie dort zum selben Preis mehr produzieren lassen können und weiter wachsen müssen, um nicht unterzugehen. Und zweitens, weil die eigene Bevölkerung bereits auf der Abwärtsspirale ist und selber keine große Kaufkraft mehr hat, um die teuren Produkte von einst zu bezahlen. Obszön wird es, wenn die Unternehmer ihre heimischen Wälder nur dadurch schützen, dass sie die Wälder anderer Staaten abholzen. Wenn sie alle Umwelt- und Arbeitsschutzvorgaben im Inland einhalten, um dann in andere Länder auszuweichen, in denen sie sie außer Acht lassen können. Wenn sie, um den Müll nicht fachgerecht entsorgen zu müssen, den Müll einfach in andere Länder exportieren, wo es so große Armut gibt, dass Menschen mit bloßen Händen den schlimmsten, giftigsten Müll nach Brauchbarem durchsuchen, um ein paar Cent zu verdienen. Zur Erinnerung, auch die Osterinsulaner hätten überlebt, wenn sie ihre Probleme einfach auf eine andere Insel hätten abschieben können. Es ist obszön, wenn in den reichen Ländern Nahrungsmittel auf dem Müll landen oder vernichtet werden, um lediglich das Preisniveau zu halten, während Menschen, sei es hier oder woanders, nichts zu beißen haben.
Wenn Spekulanten durch Weizenaufkäufe die Preise in die Höhe treiben und damit anderswo Hungersnöte erzeugen. Es ist obszön, wenn die moderne Wissenschaft und Forschung behauptet, für das Wohl der Menschheit zu arbeiten, dann aber die helfenden Arzneien und rettenden Techniken nicht an arme Länder gibt, weil diese nicht das Geld dafür haben. Es gibt nichts umsonst, auch keine Lebensrettung. Wenn mächtige Industriezweige neue, bessere, sauberere Techniken oder deren Entwicklung behindern, weil sie in Zukunft zur Konkurrenz werden könnten, so wie es die Ölindustrie seit Jahrzehnten macht. Wenn im Gegenzug vom Staat Techniken gefördert werden, also finanziellen Einzelinteressen stattgegeben wird, die nachweislich unberechenbar sind und im Fall eines Versagens sogar Hunderttausende noch ungeborene Menschen betreffen, wie die Atomtechnik. Wenn eine ganze Industrie hunderte neue chemische Stoffe erfindet und mit Erlaubnis staatlicher Kontrollbehörden in oder an die Lebensmittel bringt, um sie unanfälliger, handhabbarer, lagerfähiger, haltbarer zu machen, ohne die Langzeitwirkung der Mittel oder von Kombinationen der Mittel getestet zu haben, nur um die Kommerzialisierung zu verbessern, nicht die Nahrung selber. Es ist obszön, dass Menschen, Mitmenschen in einem Staat vom produzierten Reichtum ausgeschlossen werden, obwohl für alle genug da wäre, indem sogar die Überproduktionen in Lagern und Hallen weggeschlossen werden und juristisch geschützt sind. Es ist so, als sagten die Fischer zum Hungernden, wir haben genug Fisch, aber da wir dich nicht mehr in unserem Marktspiel mitspielen lassen, du also keine Tauschware anzubieten hast, geben wir dir auch nichts mehr davon ab. Dann soll der Fisch lieber verrotten, als dir kostenlos zu nutzen. Ja, das klingt sehr human und vernünftig. Das funktioniert nur unter der Wahrung des Privateigentums. Und es wird obszön, wenn Riesenbranchen gar kein Interesse daran haben, irgendetwas zu verbessern, weil sie von einem bestimmten Status quo profitieren. Was wäre mit all den Medikamentenherstellern, Forschern und Ärzten, Pharmareferenten, Laboranten, Apothekern und Chirurgen, wenn sie oder andere es wirklich schafften, die allgemeine Gesundheit auf 90% oder mehr hochzufahren? Das Zusammenbrechen der gesamten Gesundheitsbranche würde jeglichen weiteren Profit für hunderte Firmen in Luft auflösen. Die Aktionäre gingen pleite, eine weitere Masse unbrauchbarer wäre entstanden. Die Menschen dürfen gar nicht gesund werden. Das ist die Logik von Wirtschaft, in der es nur um das eigene Firmenüberleben und Profite geht. Je mehr Kranke es gibt, desto mehr Geldwert wird erzeugt, desto höher das Bruttoinlandsprodukt, desto besser steht die Wirtschaft da. Krankheit ist eine Erfolgsbranche. Es leben heutzutage mehr Menschen vom Krebs, als daran sterben. Nicht mehr anders sein zu dürfen oder gegen die wirtschaftlichen Vorteile einzelner Eigentümer handeln zu dürfen, das ist obszön. Die Menschen dürfen gar nicht sparsam sein oder vernünftig sein beim Einkaufen. Sie sollen sich jedes Jahr eine neue Kollektion Kleidung anschaffen, neue Schuhe und Handtaschen, auch wenn sie dafür im nächsten Jahr schon wieder ausgelacht werden. Sollen sie stets die neueste Musik auf CD kaufen, auch wenn die nach einem halben Jahr vergessen ist, weil sie schlecht war und nur durch Radio und Fernsehen gepusht wurde? Sollen nach 2 oder 3 Jahren schon wieder von einem neuen Automodell träumen? Sollen sich die verbesserte Elektronik kaufen, obwohl die andere erst ein halbes Jahr alt ist? Den größeren Flachbildschirm, den schnelleren PC, das leichtere Notebook, das dünnere, jetzt aber internetfähige Handy und so weiter, auch wenn die alten Geräte noch gut funktionieren? Die Menschen sollen immer mehr essen, sie sollen ungesund essen, sie sollen fressen, weil es der Nahrungsmittelindustrie dient, dem Transportwesen und der Pharmaindustrie, weil die Folgeprobleme des Fressens wieder auf der Ärzte- und Pharmaseite Gewinne erzeugt. Sie sollen immer mehr kaufen, immer schneller kaufen, auf Raten kaufen, sich verschulden für den Kauf, weil es der Binnenwirtschaft dient, den Herstellern, dem Transportwesen und den Banken. Was sie mit dem ganzen Kram sollen, ist denen egal. Aber Hauptsache, das Bruttoinlandsprodukt steigt dadurch. Wir Menschen werden seit 100 Jahren, und es hat ja bis zur Unerträglichkeit zugenommen, zugeschissen mit Werbung. Dauernd gibt's im Fernsehen 8 bis 10 Minuten Werbung. Die Zeitschriften sind eigentlich nur noch Werbeblättchen mit versteckten Zusatzinformationen. Alles schreit uns an, fresst, kauft, schmeißt weg, erneuert. Glaubt man den Werbeversprechen, machen uns die Produkte gesünder, attraktiver, sportlicher, cooler, schöner, erfolgreicher, glücklicher. Und? Sind wir's? Wir sind durch das System gestresster, egoistischer, aggressiver, verängstigter, bindungsunfähiger, oberflächlicher, kranker, fettleibiger, leichtgläubiger, abhängiger, manipulierter, also unfreier denn je. Aber die Wirtschaft muss weiterlaufen. Alles dies führt zu Schritt 7, die einheitliche, von Nationen ungestörte Weltwirtschaft, auch unter Globalisierung bekannt. Es ist, kurz gesagt, der Ausverkauf der Welt.
Die großen Unternehmen, die sich in 200 Jahren herausgebildet haben, versuchen in einem letzten Kampf, sich weltweite Monopole herauszuarbeiten, sich nationenüberspannende Konsortien und Wirtschaftsimperien zu bilden, um nicht unterzugehen oder die Käufer in ihrem Sinne zu manipulieren. Alles, absolut alles wird jetzt noch zu Geld gemacht. Die letzten Ressourcen, Vorkommen, Rohstoffe, die letzten Grundstücke nicht in Privatbesitz, die gesamte Natur, das Trinkwasser, das Meer, die Arktis, alle Arbeitnehmer vom Wall Street Topmanager bis zum Mülldurchsucher in Bangladesch. Die Staaten werden ausgesaugt, ausgelaugt und ausgespuckt. Denn die Kosten für die Naturzerstörung, die Überproduktion, die marktbedingte Arbeitslosigkeit, die Gesundheitsprobleme, die Luft- und Wasserverschmutzungen, die Müllprobleme tragen die Staaten. Die Gewinne fließen in die Unternehmen. Die Extrakosten, die die Unternehmen verursachen, fallen zulasten der Allgemeinheit. Tolles System. Oh, was ist mit Utopia? Das wäre heute noch genauso wie vor 1000 Jahren. Wenn nicht der Geist der Marktwirtschaft von innen heraus oder von außen Einfluss genommen hätte. Man hätte nicht viel, aber zum Überleben reichte es. Man lebte ohne Herrscher und Untertanen, teilte, was da ist und wäre jedermanns Mitmensch, nicht Konkurrent, Gegenspieler, Feind. Gewiss nur eine Utopie. Was ist mit Kolonisien? Das leidet immer noch unter Diktaturen, Unterentwicklung, Naturzerstörung, Ausbeutung der Rohstoffe und Arbeitskräfte, schwachem Demokratie- und Freiheitsbewusstsein und allen wirtschaftlichen Folgeproblemen, die es auch in den reichen Ländern gibt. Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Kriminalität, Korruption, Drogensucht, staatliche Gewalt und so weiter. Hat uns die Marktwirtschaft, das Fließband, die Technik, die Überproduktion, das Gewinnstreben, der weltweite Handel, der Wettbewerb, die Globalisierung gesünder, zufriedener oder gar glücklicher gemacht? Glücksforscher sehen ganz woanders die persönlichen Glücksmomente. Nichts von all dem hat uns weitergebracht, weder emotional noch spirituell. Es hat nur ein paar Unternehmer und Banker materiell reicher gemacht. Was ihrem größenwahnsinnigen, perversen Charakter vorgaukelt, ist nun geschafft zu haben, jemand zu sein, Bedeutung zu besitzen oder was auch immer. Sie fühlen sich wie die Pharaonen, wie die Herrscher der Welt. Sie begreifen nicht, dass sie eigentlich nur die modernen Sklavenhalter der Menschen sind. Üble, selbstsüchtige, elitäre Ausbeuter und Schurken, Parasiten, Abschaum. Sie haben den Leibeigenen befreit, um ihn zum geldgeilen Lohnsklaven, manipulierten Kunden oder ausgestoßenen Arbeitslosen zu degradieren, haben ihresgleichen prinzipiell zum Konkurrenten und Feind erklärt und die Welt mit Rohstoffkriegen überzogen, haben die Erde umdefiniert zum ausbeutbaren Rohstoff und zur billigen Ware und haben den Gewinn, ihren persönlichen Gewinn in Form von Geld zu ihrem Gott erhoben. Es fehlt nur noch Schritt 8, die absolute Vereinheitlichung, Gleichschaltung aller wirtschaftlichen und politischen Prozesse unter der Führung der 50 größten Wirtschaftsunternehmen und Banken der Welt zur besseren Kontrolle aller Arbeiter, Kunden und verarmten Massen auf der gesamten Erde, zur besseren Verwertung aller noch existierenden Rohstoffe und Naturschätze, zum Einverleiben der größten Menge an Privatbesitz in allen Ländern der Erde und zur Übernahme der wichtigsten oder gar aller staatlichen Befugnisse, sodass es keine nationalen souveränen Demokratien mehr gibt, sondern nur noch eine Weltdiktatur, geleitet von Wirtschafts- und Bankenbossen. Das Ergebnis dieses Schrittes nennen viele, Beteiligte wie Verschwörungstheoretiker, die neue Weltordnung. Wir als Menschen können dabei nur verlieren. Denn die Welt ist begrenzt. Sie ist eine Insel im Meer des unwirtlichen Universums. Und wir haben nur diese eine Erde. Es gibt kein Rettungsboot, das uns nach dem Untergang einfach woanders hin rettet. Wir können nicht woanders neu beginnen. Es geht uns da wie den Osterinsulanern. Es gibt weit und breit ringsherum keinen anderen Lebensraum im Universum. Wir haben nur unsere kleine Erde in einem weiten Meer aus nichts. Wir sind allein. Und wenn man begrenzte Mittel hat, hilft nur Vernunft zu überleben, nicht Wachstum, Gier und Irrationalität. Deshalb fordere ich Schritt 9, die Überwindung und Außerkraftsetzung des alten Systems. Schluss mit den Marktmechanismen Wettbewerb, Konkurrenz, Gewinnstreben, Wirtschaftswachstum, Profitmaximierung, Monopolisierung und Globalisierung. Der Grund und Boden, den wir zum Überleben brauchen, ist nicht Ihr Privateigentum. Sie haben nur Ihre Fahne draufgestellt, es behauptet und wir haben es Ihnen dummerweise geglaubt. Die natürlich vorkommenden Rohstoffe und Dinge, von denen Sie behaupten, sie gehörten Ihnen, gehören Ihnen nicht. Die haben Sie sich nur unter den Nagel gerissen, durch Kolonisation, Handel oder Krieg und wir haben es Ihnen durchgehen lassen. Unsere Arbeitskraft gehört Ihnen nicht, nur weil wir getäuscht wurden und Sie ihn mit einem Arbeitsvertrag verkauft haben.
Die Mittel, das Volk mit den lebensnotwendigen Produkten zu versorgen, gehören ihnen nicht, nur weil sie ein politisches System geschaffen haben, das ihr Eigentum daran beschützt. Alles, was das Volk als Volk zum Überleben braucht, kann und darf keiner einzelnen kleinen Schicht, keinem Teil des Volkes gehören. Nicht den Unternehmern noch den Bankern. Denn sonst ist es nicht mehr frei und souverän, sondern der Lakai, der Spielball der wenigen Besitzenden. Die Welt ist keine Ware, wir sind keine Ware, wir sind nicht ihre Sklaven. So kann es nicht weitergehen ohne weitere Verelendung, Naturzerstörung und die Gefahr einer Weltdiktatur. Aber wir können uns weigern, ihre Lügen nicht mehr glauben, ihre Waren nicht mehr kaufen, ihre Fabriken bestreiken, ihren Besitz nicht mehr schützen, ihre Verträge nicht mehr als gültig erachten, ihre Gesetze missachten, ihr System von innen heraus und von außen sabotieren, ihre Lebens- und Sichtweise als unmenschlich brandmarken, sie der Lächerlichkeit preisgeben und zu allerletzt hinausjagen. Wir können es ändern. Halten wir uns einfach an das Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das meint auch unsere Würde. Wir sind das Volk. Wir sind der Souverän. Wir sind der Gesetzgeber. Und wir sind 99%.